So, ihr Lieben, hier sind wir wieder mit Flambeau. Wir sind ja hier jetzt im Speisesaal. Und sie hat ja gesagt gehabt, dass sie Hunger hat, damit sie halt da entwischt. Wir gucken mal, was wir, da war was jetzt, was wir essen können. Der Salat sieht ausnahmsweise frisch aus. Milchige Milch. Ich denke, die Packung ist sauer, wie immer. Ich frage mich, ob die Nudeln frisch sind. Sie sehen nicht so aus. Na, super. Eine kleine Limonade. So durstig bin ich nicht. Ich vermisse Mr. Midnight. Das ist alles, was ich weiß. Ich sehe schon, wie die Zimtschnecke in meinem Mund schmilzt. Was ist das hier? Huch. Hallo, bist du neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du von unten? Sie glauben mir, geht es jetzt besser. Wie heißt du? Könntest du mich bitte töten? Bitte? Nee. Ich muss gehen. Schlimm genug, dass ich gerade so jetzt überlegt habe, gell? Was macht die? Hallo? Oh, hallo, Friend. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut. Schön, dass es dir gut geht. Mach jetzt weiter. Na gut, lieber nicht sagen, was wir vorhaben. Sehr gut, Frank. Geh und spiel jetzt mit deinen Freunden. Was haben wir denn hier? Schokolade. Lecker. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Oh nein, die Schwester ist gestorben. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich weiß nicht. Sie stinkt wirklich. Fühlt sich an, als wäre der Gestank überall an ihr. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge. Jeder schämt sich für dich. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Habe ich irgendeine Info, was ich brauche? Mami liebte es, Rosen zu zeichnen. Das Signal ist seltsam. Ich mag das Bild nicht. Der Auswahl starrt mich irgendwie an. Und die Uhr macht hier irgendwas? Die Uhr ist groß und tickt. Tick-tack, tick-tack. Es hört niemals auf. Mr. Midnight, bist du da? Scheinbar nicht. Ich versuche da noch einmal. Bist du neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Bist du von unten? Sie glauben mir, geht es jetzt besser. Wie heißt du? Könntest du mich bitte töten? Macht's nicht wirklich, gell? Nee, das glaube ich nicht. Die Schwester ist. Das ist nicht Friend. Friend macht das nicht. Klar, Peng, du bist tot. Danke, ich kann jetzt nicht reden. Ich bin tot. Okay. Da muss man doch ein bisschen anders denken hier. Ja. Ich finde es so traurig, das Spiel. Ich mach gar nichts. Wer ist das? Stör mich nicht. Geh weg, ich esse. Okay. Ich will das nicht. Ich bin nicht hungrig. Annie liebt es, die Milch wie ein Kätzchen zu trinken. Leider ist sie nicht meine Katze. Ich werde sie vermissen. Ich denke, sie wird sich nicht an mich erinnern. Stopp. Diese Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht rein. Der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine gute Fluchtmöglichkeit ist. Fass mein Schwert nicht an. Schwert. Ich wusste nicht, dass es dir gehört. Du solltest dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. War da nicht irgendwas mit dem König? Was? Du bist nicht der König. Ich bin nur der König des ganzen Universums. Verbeuge dich. Vergiss es. Vielleicht hätte ich mich doch verbeugen sollen.
Warte mal, ich mach's nochmal. Stör mich nicht, geh weg, ich esse. Ja? Jetzt kann ich nicht mehr. Achso, das war hier, wo ich angeklickt habe. Fass mein Schwert nicht an. Musste ich nicht. Du solltest dich verbeugen. Ich verbeuge mich vor euch. Ich verbeuge mich vor euch, Herr. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuchs? Ich möchte euren Gehstock haben. Welchen Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit. Euer Schwert. Was würdest du mir dafür geben? Alles, was ihr braucht, eure Hoheit. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Ich habe aber keinen Schloss. Und kein Schwert. Können die jetzt reden? Hey Annie, wie geht es dir? Hast du keine Angst vor mir? Nein, warum sollte ich? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Zeig mal, dir zeigen. Aber es ist sehr gruselig. Besser du machst es. Das kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Wirklich? Wow. Ja, das magische Zeug, das alles einschlafen lässt. Oh, das ist toll, stark und super. Hier, ein Geschenk. Nimm es langsam. Wir haben eine neue Pille. Okay, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Okay, kann ich die nehmen? Magisches Zeug, das alles schlafen lässt. Wo kann ich sie nehmen? Das ist... Ernst, ich sollte sie keinem zeigen. Okay, ich zeige sie keinem. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Was war hier auf dieser Seite? Ach so. Actionfiguren. Was ist das? Ein Seil der Robe, gut, um Dinge zusammenzubinden. Das ist aber ganz schlecht, sowas hier rumliegen zu lassen. Entschuldigung, diese Clowns. Ich mag die nicht. Dein kleiner Hut ist sehr niedlich. Nein. Clowns an der Wand im Haus der Verrückten. Hä? Naja, jetzt kann ich schreiben oder malen, wenn mir langweilig ist. Na, dann male mal was. Oh, ich male etwas Besonderes für den König. Für den König. Ja, dann gehen wir zurück zum König. Und die steht immer noch da. Was kann ich jetzt machen? Oder muss ich den Stock nehmen? Wo sind mein Schloss und Pferd? Ich weiß nicht, wo ich sie suchen soll. Aber ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Manchmal nützt eine verschlossene Tür mehr als eine offene. Reicht ihm das Bild, wenn ich ihm das gebe? Benutzen. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Danke dir. Der königliche Gehstock des Königs. Okay. Ne, ich wollte noch ganz kurz... Ja, Pille nehmen. Da habe ich es, glaube ich, nicht genommen. Sie sind tot. Dieser heilige Mann hat dich gänzlich ausgezogen. Oh, wie schön diese Rosen sind, nicht wahr? Deine Mami glaubt dir nicht? Oh Gott, ist das schrecklich. Bitte sag mir, ob du mich hören kannst. Warum hast du auch dieses Wesen neben dir? Es starrt dich an. Vielleicht will er dich fressen. War da vorhin was am Fenster? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es lebt. Wenn mein Kätzchen hier wäre, würde es wahrscheinlich angreifen. Ich hoffe, es verfolgt mich nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das Spiel zu Ende spielen werden kann. Ich werde es versuchen. Vielleicht werde ich Pause machen zwischendrin. Weil es nimmt mich halt doch ganz schön mit. Ja, den Schlüssel. Eine Verlängerung meines Arms wäre nett. Ich komme heran, aber der Gehstock ist zu dick, um den Schlüssel zu greifen. Nee, halt, warte mal. Zusammenzufügen. Warte mal. Gehstock kombinieren mit Seil. Ein schöner Gehstock. Was habe ich jetzt gemacht? Geht's jetzt? Fast, jetzt brauche ich etwas, um den Schlüssel zu greifen. Den Haken noch dazu. Halt. Ja. Das war, glaube ich, nicht gut. Hey, hey, gib mir das. Du kannst den Schlüssel nicht haben. Aber ich habe hart daran gearbeitet. Es ist mein Greifomatik. Geben Sie es zurück. Sei still, du machst die Regeln nicht, sondern ich. Dieses Spielzeug da ist jetzt meins. Ich werde sie wiederkriegen. Sie Mistkerl. Das werde ich. Tu, was du willst. Ich werde diesen Stuhl nie verlassen. Hat er jetzt meinen Gehstock? Scheiße. Ah? Dahinter steht er. Was mache ich jetzt? Halt, ich hab doch. Ich kombiniere. Ich gebe ihm die Pille. Ich gebe ihm die Pille und hoffe, dass ich ihn damit ruhig stellen kann. Diesen Kuchen für Sie. Ich will keinen Ärger kriegen, daher habe ich einen Kuchen für Sie. Ich habe kein Interesse, irgendetwas von dir zu nehmen. Bitte nehmen Sie ihn. Es wird Ihr Leben ein wenig versüßen. Ich will mein Leben nicht versüßen. Jetzt geh. Also wollen Sie ihn nicht? Nein. Und jetzt lass mich in Ruhe. Also das war falsch. Was soll ich jetzt machen? Hier ist noch nicht wieder reinschneidet. Hey, Hände weg von der Bürotür. Ja, ja, ja. Das war alles schon. Was habe ich hier? Hallo da oben. Ihr Kleid ist sehr schön. Meine Mutter hatte auch sehr schöne Kleider. Oh, diese Uhr klingt komisch. Es fühlt sich an, als ob sie direkt in mein Ohr flüstert. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Was soll ich jetzt machen? Nochmal zurück. Ich rede nochmal mit der Schwester in der Cafeteria. Cafeteria, Cafeteria. Da rein. Ich habe Marcel von der letzten Lieferung erzählt, aber er hat sie noch nicht angesehen. Naja, er wird es bald tun. Hey Gladys, tust du mir einen Gefallen? Klar. Alles außer dem Wachmann den Kaffee bringen. Warum nicht? Ich kann es nicht tun, weil ich mich um die Kinder kümmern muss. Ich habe selbst etwas zu tun. Tut mir leid. Weißt du was? Dann bringe ich ihm Kaffee. Ich sollte den perfekten Kaffee nicht ruinieren. Es war ja nur ein Versuch, den Cookie mit dem Beruhigungsmittel. Oh, warte, jetzt bin ich falsch. Wo bin ich jetzt? Ich bin bei dem hier. Hier rein. Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du, na? Du Arschgeige, ey. Oh. Hier ist ihr heiß, heiß, heißer Kaffee. Ich weiß nicht, was ich mit so Menschen machen würde, muss ich ehrlich sagen. Scheiße.
Schau, was du getan hast, du verrücktes Waisenmiststück. Du, das hast du absichtlich getan. Jetzt muss ich mich umziehen. Arg, es brennt. Geh nicht weg, du kleines Scheißkind. Oh, ich würde ihm ganze Kanne über den Kopf gießen, dass die ganze Haut von seinen Knochen schmilzt. So, benutzen. Schlüssel. Und für was hab ich dich? Jetzt kann ich das Büro aufschließen. Das war der Büroschlüssel. Das Büro des Doktors. Der Code muss da drin sein. Abgeschlossen. Ach so. Ich habe doch den Schlüssel. Benutzen. Die gelbe Schreibmaschine. Ich könnte Tante Grace einen Brief schreiben. Liebe Tante Grace, hol mich hier raus. Bitte. Sehen, schmecken, hören. Das Gehirn ist so kompliziert. Halt, da ist ein Schlüssel. Was der ist, weiß ich nicht. Es ist immer gut, einen Ersatzschlüssel dabei zu haben. Okay. Und was für einer ist das? Ein Ersatzschlüssel. Ich habe ihn aus dem Büro. Okay. Ich frage mich, was Leute bei solchen Versammlungen tun. Was für ein hübsches Bild. Ich wünschte, ich könnte so malen. Testtag. Jeder Tag ist ein Testtag. Oktober und November. Ich glaube, wir haben gerade Oktober. Was für ein kleiner Text. Gedanken von Marcel Dean M. Ein Interview mit Dr. Dean über die Arbeit mit Kindern. Du bist nicht allein. Tritt uns heute bei. Oswald Anstalt. Oh, der Code und wichtige Informationen. Endlich. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Was bedeutet das? Ich hasse dieses Bett. Hier lege ich mich nicht hin. Das war's im Mülleimer. Der Doktor hat einen Apfel gegessen. Sehr interessant. Keine Bilder oder lustige Rätsel. Der Doktor saß da und hat nichts getan. Was ist das hier? Oh, ich liebe es, Post zu öffnen. Aber die hier ist nichts für mich. Und warum nicht? Phil! Ein vergessenes Mädchen ohne Familie oder Katze wird sterben, wenn der Mond kommt. Was meinst du? Oh, lass mich ja raus. Ah, Phil, bitte lass mich raus. Ich sollte nicht schreien. Wenn sie mich hier finden, habe ich ein Problem. Wo habe ich den Schlüssel hingetan? Den habe ich doch hier drin. Warte mal. Dieser Schlüssel passt hier nicht. Wieso passt der hier nicht? Das tote Mädchen sieht ein bisschen aus wie ich. Da ist eine Luke aufgegangen. Obwohl deine Augen geöffnet sind, kannst du nicht verstehen. Obwohl deine Augen bluten, fühlst du nichts. Verstecke nicht, was dir wehtut. Lass es dir wehtun. Oh, das Windloch. Ich glaube, das ist der Weg zurück. Ich frage mich, ob Phil davon wusste. Diese Ratte hat sich den Kopf gestoßen. Sie braucht einen Helm. Was ist die Süße? Die sorgt sich gerade mehr um die Ratte als um sich selbst. Ha? Ich gehe einfach weiter und weiter. Und dann gehe ich weiter und weiter und stürze bestimmt gleich hier ins Loch. Wow. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ich muss es wohl rausfinden. Unter der Decke ist nichts. Okay. Ein Mob, der mit dem Boden tanzen wird. Mr. Midnight hasst Mobs. Süß. Ein Mob, der... Oh ja, das hatte ich schon. Putzmittel. Kein Wasser zum Händewaschen. Die Kiste ist offen. Schauen wir mal. Die Handschuhe sagen mir nichts. Alle Schwestern tragen welche. Abgekratzte Aufkleber. Das ist eine leere Flasche.
böse Tabletten. Ich nehme sie nur, um mein Kätzchen zu finden. Aber das sind rote Duotine und hier sind gelbe Pillen. Die sehen toller aus als die roten. Kann ich eine nehmen? Oh, wie rede ich denn gerade? Kann ich eine Pille nehmen? Nummer bla 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 ist unser momentanes Subjekt. Die Reaktion des Subjekts ist positiv. Vergrößern jetzt die getriggerte Drüse. Extoplomantin-Dosis erhöht auf 1700 mg. Behälter wechseln, damit es wie eine zugelassene Duotine-Variante aussieht. Tun sie an den Kindern herumexperimentieren. Ach du Scheiße, halt. Oh, wäre ich eine Hexe, könnte ich hier fliegen. Abgeschlossen, aber ich habe doch einen Schlüssel. Passt der? Ja, der passt. Ne? Wenn du kämpfst, wirst du wissen, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke sein, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du mir nicht gehorchst, wird das Leben deiner Katze enden. Oh, mein liebes Kätzchen, wir werden bald wieder zusammen sein. Versprochen. Ich vermiss dich. Ich vermiss dich so sehr. Warum gehst du? Bitte lass mich nicht allein. Mr. Midnight. Ein Labyrinth. Geh nicht ins Labyrinth, Kätzchen. Bitte nicht. Bitte nicht. Am Ende des Labyrinths, Friend. Am Ende des Labyrinths. Sag bloß, ich muss durch ein Labyrinth. Ich mag keine Labyrinths. Ich bin da so schlecht. Ich bin schon wieder umgekippt, ob meine Träume wohl wahr sind. Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Wenn ich das Labyrinth finde, finde ich auch Mr. Midnight. Ich muss eine rote Pille nehmen. Lügen in einer... Was? Box hier. Das habe ich hier gefunden. Die tun an den Kindern nämlich herumexperimentieren. Ganz schreckliche Sache. Kann ich jetzt da durch? Ja. Was habe ich hier? Ach du meine Güte. Oh nein, arme Mädchen. Ich hoffe, ihnen geht es bald besser. Bezweifle ich. Ich hoffe, ich ende niemals so. Was? It word. Was bedeutet das? Da steht it word. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich auch nicht. Oh, Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Ist es da drin zu warm? Er antwortet nicht. Ich glaube, die Maus wird rauskommen und etwas Fleisch essen. Boah. Hallo, ruhst du dich aus? Hast du gespuckt? Das ist eklig. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Der Operationssaal, da will ich nicht rein. Ich hatte ja gesagt, die schneiden das Gehirn raus und da frisst die Gehirne der Kinder. Aber ich habe mir gedacht, es sei eigentlich so, sag mal, metaphorisch gemeint. Ich will nicht, dass die... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Riecht wie vergammeltes Fleisch. Ich will nicht, dass die da drin mit meinem Kopf spielen. Wer ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf. Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind. Aber du kannst nicht die Unwissenheit entscheiden lassen. Das Leben wird es dich lehren durch Schmerz und Tränen. Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Ich wurde noch nicht geboren. Aber ich lebte. Ich warte auf meine Mutter, die mich liebt. Oh. Ja, ich habe den neuen nach oben gebracht. Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. Und im Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort. Beruhig dich, der Schlüssel ist nicht hier. Klar, ich lasse es dich wissen, wenn er auftaucht. Aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde. Okay? Tschüss.
Ach du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Ich bin schon an der Rezeption, das ist großartig. Aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Was soll ich tun? Weiß ich nicht. Sie anquatschen. Frau Krankenschwester, ich hoffe, Sie müssen bald auf die Toilette. Das ist gut, hoffe ich auch. Frauen müssen immer irgendwas machen. Am Ende des Labyrinths. Oh, sie sind ganz mager. Pfui. Oh mein Gott, du bist okay, kleines Baby. Ist das deine Mami, die da oben hängt? Vermisst du sie? Ich vermisse meine Mami auch. Da ist ein Blutspur. Das Schlüsselbrett hat keine Schlüssel am Brett. Am Ende des Labyrinths. Genau das hat Mr. Midnight mir gesagt. Ich frage mich, was am Ende des Labyrinths ist. Da ist doch die Katze. Ich erinnere mich nicht an Tante Grace Telefonnummer. Ganz kurz überlegen. Warte mal, Dr. Marcel, Alarm am Sicherheitssystem fällt. In der Rezeption ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein. Dann ist sie wieder alarmgesichert. Was auch immer es ist, ich hoffe, ich kann mein Kätzchen. Ja, da ist die gelbe Tür. Warte mal ganz kurz. Hier. Alarm am Sicherheitssystem fällt in der Rezeption. Da bin ich ja gerade ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein. Dann ist sie wieder alarmgesichert. Alarmcode 17. Dezember, 25. Juli. 17.12, 25.07 oder was? Kommt das hin? Werden wir dann sehen. Dieser Code ist sehr wichtig. Ich hätte einen Schlüssel gesucht gehabt, wenn das Schlüsselbrett nur sprechen könnte. So, das hätten wir. Ich hoffe, die Schwester sieht den Schlüssel. Na, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Oh, der Schlüssel war doch hier. Ich bringe ihn lieber zurück. Na, dann gehen wir. Wir gehen mal zum Code. Wie war das jetzt? Warte mal kurz, ich muss nochmal schnell raus. 17.12.25.07. 17. Nee, eine vierstellige Zahl. Untersuchen. Vielleicht 17 plus 12. Das sind dann 9, 29, 32. Stimmt es? 29, 32, ja. Ja, ich bin die Beste, die Allerbeste. Es ist ja auch nicht schwer, gerade momentan. Die alte Hexe halt. Schnell weg jetzt. Weg, weg, weg. Oh, du kleine Miststück, dafür wirst du bezahlen. Nee, oder? Was war jetzt? Du cleveres kleines Mädchen. Glaubst du, du kannst einfach gehen? Ja. Ja, lass mich einfach gehen. Lass mich gehen. Was? Das kann nicht sein. Nein. Steh auf, Friend. Friend, steh auf. Steh auf. Friend, steh auf. Mädchen, steh auf. Bitte. Ich muss ins Labyrinth kommen. Muss ich der Katze jetzt folgen? Ich denke, ja. Geh rein. Hinterher bitte nicht. Ach du Scheiße. Katze, mach bitte langsam. Ich bin schlecht im Labyrinth. Mach langsam, mach langsam, mach langsam. Ich komme da nicht raus alleine. Aha, langsam, 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 langsam. Ja, schnell. Ich komm da nicht hinterher. Wo sind das für ein Vieh? Wow! Okay. Ich glaube, das war nicht gut. Ich muss mich über diesen Dingern in Acht nehmen. Aber wir sind langsamer. Jetzt schon.
du bist mir zu schnell. Ach du Scheiße. Also nach rechts muss ich. Die Katze ist nach rechts. Und ich lasse das Vieh erstmal vorbeilaufen. Nee, kann ich gar nicht. Das wird da nichts, da muss ich hoch. Wo ist die Katze? Ich höre sie. Na super, ich hab's aber nicht gesehen. Sackgasse, super. Oh, das war nicht. Kommt das Vieh mir hinterher? Sackgasse. Ich warte erstmal, bis er wieder zurück ist. Ich weiß nicht, wann er wechselt jetzt. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Ich habe keine Ahnung. Nee, Sackgasse. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Und die Katze war einfach zu schnell. Die konnte natürlich bei den schwarzen Dingern schnell vorbeihuschen. Mich hat's umgebracht. Jetzt hoch, oder? Jetzt hoffe ich, dass da kein so ein Viech ist. Da ist eins. Geh weg, geh weg, geh weg. Und ich sterbe. Ich finde hier nie wieder zurück. Der Kopf hängt raus. Okay, alles gut. Na? Boah. Am Ende des Labyrinths findest du die bösen Wesen der Nacht. Sie werden dich jagen. Sie werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Da ist Mr. Midnight. Eine Katze voller Muttern und Schrauben. Wird immer dein Lotse sein. Das ist die Kätzchen auf dem, mit dem Rädchen. Oh nein, sie verliert das Bild. Aber das Bild ist egal. Kommen wir ja raus. Tante Grace hat ein Bild bestimmt für dich noch. Das ist egal. Hauptsache weg da. Oh. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Das machen wir das nächste Mal, ihr Lieben. Ich brauche so kurze Folgen, weil es nimmt mich ganz schön mit. So, bis zum nächsten Mal. Eure Hysteria. Tschüss.